Herr Abgeordneter Zingel. Sehr verehrter Herr Minister, ich gehe davon aus, dass wir alle einen freien, unabhängigen, möglichst objektiven österreichischen Rundfunk haben wollen. Jetzt gibt es aber immer wieder Sendungen, wo andere einen Eindruck bekommen, dass der dem nicht entspricht. Und mir ist es und vielen anderen auch in der letzten Sendung Kulturmontag, es war die vorletzte Kulturmontag-Sendung, aufgefallen, dass Sie als Medien- und Kulturminister eingeladen waren, um sich über die ganze Sendung entlang über Gott und die Welt zu verbreitern, ohne dass das kritisch hinterfragt wurde. Was würden Sie tun, wenn Sie im ORF eine Belangsendung für den Kultur- und Medienminister erkennen, die im Rahmen einer Sendung wie zum Beispiel im Kulturmontag ausgestrahlt wird? Herr Minister. Herr Abgeordneter, was ich tun würde, ich würde mich fragen, was Sie tun würden, wenn politische Funktionsträger die Meinungs-, Presse- und Redaktionsfreiheit einschränken wollen würden, nur weil sie mit dem Auftritt eines politischen Mitbewerbers nicht einverstanden sind. Das würde ich tun. Und dieser offene Brief, den Sie, der Herr Zingel und der Herr Schellhorn da an den ORF geschrieben haben, der sucht aus meiner Sicht seinesgleichen. Ich darf daraus zitieren. Sehr geehrter Generaldirektor Rabeit, selbstverständlich stehen wir für die redaktionelle Eigenverantwortung des ORF etc. etc. Aber sowas soll sich nicht wiederholen. Das, und das ist meine Lieblingsstelle in diesem Brief, dass allerdings dem Minister über die gesamte Sendezeit die Gelegenheit geboten wird, sich völlig unreflektiert als philosophisch und kulturell versierter Schöngeist zu inszenieren, ist einzigartig und journalistisch völlig unzureichend. Ich finde das sehr bemerkenswert. Es ist wahrscheinlich die freundlichste Kritik, die ein Minister von der Opposition jemals bekommen hat, zeigt aber auch ihre sehr, sehr zweifelhafte Haltung zur Presse- und Meinungsfreiheit, einfach weil Ihnen ein Beitrag nicht gefallen hat. Gibt es noch eine Zusatzfrage? Es handelt sich hier bei diesem Format heute um eine Fragestunde an den Minister und keine Fragestunde des Ministers an die Abgeordneten. Ich wiederhole als Zusatzfrage. Ich wiederhole also gerne meine Frage. Was würden Sie tun, wenn Sie in einer Sendung erkennen, dass es sich um eine Belangsendung des Kulturministers handelt? Was würden Sie dann tun? Herr Abgeordneter, es ist Ihr gutes Recht, Fragen zu stellen, aber wie auch Ihr Brief schon zeigt, sind Sie offensichtlich nicht mit meinen Antworten und Ausführungen zufrieden. Das wird sich scheinbar nicht ändern. Was diesen Brief betrifft, muss ich ehrlicherweise sagen, dass er als gelernter Oppositionspolitiker, darf ich das sagen, da ist noch Luft nach oben in der Kritik des Ministers. Wenn es inhaltlich keine Kritikpunkte gibt, dann versucht man, die Redaktionsfreiheit zu kritisieren. Und wenn Sie mich da schon als kulturell versierter Schöngeist brandmarken wollen, dann darf ich Ihnen deswegen sagen, sit tacuisses philosophus mansisses.